Sei dabei bei unserem Long Range Event vom 23. bis 24. Juni, veranstaltet von Kummer Tactical. Iva geht langsam zur Neige. Eigentlich haben sie ziemlich alles gedreht, was interessant war. Ich würde unheimlich gern noch ein Review drehen. Oh Jesus, kannst du mir bitte noch eine Waffe geben, die ich reviewen kann? Thank you, Jesus. You're welcome. Wir sind jetzt hier am Stand von Brownells, dem offiziellen Importeur des What Will Stoner Do Rifles 2020. Wer es eben nicht weiß, schaut InRange TV, schaut Forgotten Weapons. Ihr findet da eigentlich so die ganzen Informationen mit dem Background. Kurz zusammengefasst, die Idee hinter dem Projekt war, eine AR-15 zu bauen, so wie sie Stoner, Eugene Stoner, der Erfinder der AR-15, gebaut hätte, wenn er die heutigen Fertigungsmethoden und das heutige Wissen gehabt hätte. Also das ganze System basiert eigentlich auf der Grundidee, konsequent das System AR-15 auf die nächste Stufe zu bringen. Gerade als modernes, leichtes Service-Rifle. Fangen wir mal vorne an. Wir haben den normalen A2 Birdcage Flash-Hider. So ziemlich einfach das leichteste und universellste, was es gibt. Gerade als Service-Rifle sehr gut im Liegen zu schießen, weil er unten geschlossen ist. Im Anfang hatten wir Fex-Läufe. Jetzt momentan in den ausgelieferten Modellen sind Ballistic Advantage-Läufe drin. Pencil Barrel, sehr leicht. Das hat man damals zu Eugene Stoners Seiten nicht gemacht, weil die Fertigungstechnologie für Läufe noch nicht so weit war. Heutzutage kann man wirklich ultrapräzise Pencil Barrels machen. Beweisen zum Beispiel auch DSL-Modelle von Oberlandarm sehr gut. Klar, man kann da keine 600 Schuss am Stück rausjagen, aber gerade für dynamisches Schießen, für dynamischen Feuerkampf, tun die Läufe absolut das, was sie sollen. Wir haben hier vorne einen Carbon-Handschutz angebracht, der komplett außenrum mit M-Lock ausgestückt ist. Also wir können hier alles an Zubehör so hinbringen, wie wir es gerne mögen. Also zwei Beine, Vordergriffe, alles Mögliche. Durch das Carbon haben wir einmal ein sehr niedriges Gewicht und haben zum anderen auch noch eine relativ hohe Struktur für dieses niedrige Gewicht. Also mehr, als wir es zum Beispiel mit Polymer hätten. Der Handguard wird von KI Arms gefertigt, genauso wie auch der Upper Receiver ohne Forward Assist. Wer es nicht weiß, Eugene Stoner hat den Forward Assist absolut gehasst. Und ja, wir haben innen drin einen Young Manufacturing Board Carrier. Der ist so angekantet, dass er relativ wenig Auflagefläche im Upper Receiver hat. Also er läuft einfach sehr smooth, weil er sehr wenig Kontaktfläche hat. Wir haben einen leichten, beidseitig bedienbaren Charging Handle. Beidseitig Cut ist hier eh das große Thema. Wir haben eine 45-Grad-Sicherung, die beidseitig bedienbar ist. Und er kann auch gesichert werden, obwohl der Abzug nicht gespannt ist. Also wir haben hier eigentlich so alle Features, wie es momentan bei modernen Dienstgewehren eben auch gewünscht ist. Magazinfang ist beidseitig bedienbar, genauso wie der Bolt Catch beidseitig bedienbar ist. Also er ist sowohl beidseitig feststellbar, als auch beidseitig releasebar. Abzug ist ebenfalls Key E-Arms, ist ein Dropping-Trigger. Also der kommt in einem kleinen Gehäuse, das man eben reinsetzt und eben innen drin verpinnt. Eine der markantesten Sachen, die auch am meisten auffällt, ist der Low Receiver. Der ist komplett aus Polymer gefertigt. Jetzt werden immer wieder Leute sagen, Polymer ist doch kein Werkstoff für eine Waffe, die scheiß Plastikgewehre und sowas im Dreh. Tatsächlich sind Polymere heutzutage in vielen Bereichen, gerade wenn es nicht direkt mit Hitze zu tun hat, das Mittel der Wahl. Schaut euch eine Glock an. Eine Glock ist super zuverlässig, eine Glock ist super haltbar und man kann definitiv nicht sagen, dass Glock einen Mist baut. Ja, es wird immer wieder Leute geben, die sagen, ja, Glocke taucht auch nichts, aber es sind Leute, die einfach keine Ahnung von Technik haben. Deswegen, wie gesagt, der Low Receiver ist komplett aus Polymer gehalten. Ich muss sagen, ich war im Vorfeld extrem skeptisch wegen dem A2-Schaft, der dran ist. Also der ist komplett mit dem Low Receiver verbunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich deutlich besser an, als ich gedacht hätte. Klar, es ist Polymer, es wirkt ein bisschen hohl. Wenn man draufklopft, es klingt ein bisschen, wie halt Kunststoff klingt. Aber von der Funktion absolut kein Problem. Wir haben hier die Möglichkeit, Sling-Sweeper-Starts einzuschrauben, wie zum Beispiel von Magpul. Wir haben hier hinten eine M-Lock-Schnittstelle, wo wir auch Sling-Sweeper-Starts anbringen können, zum Beispiel Magpul, PCM oder sonstiges. Also wie gesagt, wir haben eigentlich so ziemlich alles an der Waffe, was man heute von einer modernen Dienstwaffe erwarten würde. Das große Thema ist aber hier das Gewicht. Um über das Gewicht zu reden, die ganze Waffe wiegt hier gerade mal 2 Kilo und macht trotzdem ihren Dienst. Sie schießt sich sehr gut, kann ich nicht persönlich sagen, aber mein Kameramann gerade kann es persönlich bestätigen.
Und der ist der einzige Sportschütze bei uns. Also der kann das auch so wirklich aus einer sportlichen Perspektive wirklich beurteilen. Interessant ist auch, wir haben hier gleich premiummäßig von JP die Silent Capture Spring mit drin, haben keinen Detent Spring verbaut, einfach aus dem Grund, weil wir den hier nicht brauchen. Und die Waffe ist deswegen auch im Schussverhalten sehr ruhig, sehr kontrollierbar. Durch das leichte Gewicht ist er etwas snappy, also wenn man sagt, wir will es ja competitionmäßig nutzen, sollte man sich vielleicht noch einen Muscle Break verbauen. Militärisch kann man über einen Schalldämpfer nachdenken, der die Waffe halt auch noch ein bisschen kontrollierbarer macht. Aber grundsätzlich das Rückstoßverhalten ist sehr gut. Wenn wir uns kurz noch den Board Carrier mal in Thailand schauen, wir haben schon gesagt, der ist hier vorne angefasst, sodass er einfach nicht die vollen Auflageflächen am Upper Receiver hat. Was aber das zweite große Finish ist, das fällt einem auch gleich ins Auge, ist, der ist komplett hart verchromt. Hart verchromt hat den sehr großen Vorteil, dass es sich sehr leicht reinigen lässt, weil einfach die Pulverrückstände nicht so hart ins Material sich einbrennen können. Neben dem niedrigen Gewicht hat diese Griffdesign, also der Low Receiver mit integrierten Schaft, noch einen anderen Vorteil. Eine Sache, die man immer wieder gemerkt hat im Bereich Auslandsansätze, Irakkrieg, Irankrieg, wenn solche Waffen eben irgendwo höheren Belastungen ausgesetzt sind, also ich meine jetzt nicht, die fällt mal runter, sondern man wird angesprengt, das Fahrzeug fährt über die Waffe, man fällt irgendwo runter und fällt auf die Waffe drauf, ist eine große Schwachstelle des AL-15-Systems die Stelle, wo die Buffer-Extension, also die Buffer-Tube, in das System hineingeschraubt wird. An der Stelle kann das System sehr leicht brechen und damit unbrauchbar werden. Heckler & Koch hat das zum Beispiel gelöst mit einer längeren Mutter. Also sie haben eben die Caselnut einfach verlängert, haben dadurch ein stabileres Auflagefläche und nochmal diese Stelle mehr geschützt. Es gibt andere Hersteller, die haben das auch anders gelöst. Bei KI Arms wurde das eben durch die Polymerbauweise und die Versteifung hier im System gelöst. Eine weitere Besonderheit, die man hier sieht, die sich bei Dienstgewehren noch nicht richtig durchgesetzt hat, obwohl es bei Sportgewehren schon fast Usus ist, ist ein Flared Magwell. Wir haben also hier einen geweiteten Magazintrichter, der es eben auch im Einsatzbereich leichter macht, die Magazine zu führen. Gerade in schlechten Lichtverhältnissen, gerade unter Stress, kann man hier einfach weniger Fehler beim Magazinwechsel machen. Wenn euch diese Waffe interessiert, dann ja, sie wird über Bronells vertrieben. Ihr kriegt sie natürlich auch bei uns, weil wir sind bei Bronells als Händler gelistet. Ist ein super interessantes Gewehr und ich glaube nicht, dass es nötig ist, hier nochmal den Kanal von Ian oder von Karl zu erwähnen. Ich mache es höflichkeitshalber trotzdem. Abonniert InRange TV, abonniert Forgotten Weapons. Ich glaube, die meisten, die mich schauen, werden das schon gemacht haben. Aber höflichkeitshalber mache ich es trotzdem. Das war's hier von der IWA 2022. Das war das letzte Video, das wir gemacht haben. Und ich hau jetzt ab mit dem Gewehr.